Das war erstmal ein Gefühl der Sicherheit. Ja. Und da kam jemand, ein Feldwebel, der hat Zigaretten verteilt und hat gesehen, dass ich nicht rauchen konnte. Das war ein sicheres, also das da ein dankbares Gefühl. Und dann kam mein Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer, ich bin katholisch selbst, und der Pfarrer kam zu jedem Verwundeten. Und ich habe den gekannt, an seiner lila Schleife, Uniform, lila Schleife. Und er hatte mich gefragt, wie bist du, katholisch, evangelisch? Habe ich gesagt, katholisch. Und da hat er gesagt, ich habe mir gesehen, du überlebst das ja nicht, ja. Und da hat er gesagt, ich gebe dir die letzte Ölung. Da habe ich gedacht, Pierre, der evangelische Pfarrer, wie kann der mir die letzte Ölung geben? Das geht doch gar nicht, ja. Da hat er gesagt, das macht nichts. Und er hat mir tatsächlich die letzte Ölung gegeben, wie der katholische Pfarrer. Das war ein gutes Gefühl, dem Mann, ich weiß den Namen nicht von dem. Ich habe den gekannt von früher, im Feldgottesdienst, da bin ich immer hin, aber ich habe den Namen vergessen. Ich weiß nicht, wo er ist, ich weiß nicht, wie. Der hat mir vielleicht versucht, das Leben zu retten, weil er evangelischer Pfarrer war. Und mein Pfarrer in der Schule hat mir gesagt, die evangelischen Leute, das sind keine richtigen Christen. Und sowas, so ein Konkurrenzkampf war das immer in der Schule. Und von dem habe ich dann die Erzählung gekriegt. Das war ein gutes Gefühl.